Jeder Tropfen zählt, ist auf den Automaten zu lesen, die seit kurzem in Meiling und Oberhaunstadt stehen. Statt Altglas, Dosen oder Batterien können die Ingolstädter hier altes Speiseöl oder Speisefette entsorgen. Volle Flasche rein, neue Flasche mitnehmen. Das war's. Neben den Automaten bieten die Ingolstädter Kommunalbetriebe aber auch noch eine weitere Möglichkeit. Wir haben jetzt eigentlich in Ingolstadt zwei Systeme zum Speiseöl- und Speisefetterfassung. Das ist einmal der Öli, der orange Kübel, und einmal diese Behältnisse, jeder Tropfen zählt. Und das ist halt gerichtet an alle Ingolstädter Privathaushalte zur Entsorgung ihrer Speise und Öle. Und das Ganze soll dann eben im Recycling zugeführt werden. Das eine Recycling wichtig, Upcycling als Biokraftstoff. Das andere ist ganz wichtig, dass es nicht in die Kanalisation gelangt und dann eben dafür Verfettungen sorgt, und auch für die Kläranlage ist nicht gut. Und deswegen eben diese Möglichkeit. Das Konzept hinter dem orangenen Öli ist dasselbe wie bei den grünen Automaten. Die Problemmüllsammelstelle und die beiden Wertstoffhöfe der Kommunalbetriebe nehmen den 5-Liter-Eimer entgegen und tauschen ihn gegen einen neuen. Doch egal ob grün oder orange, auf den Inhalt kommt es an. Es geht um Speiseöle und Speisefette. Also es ist nicht irgendwie Motoröl, Dressing, Cremes oder so irgendwie Sachen, dass das zwar von der Substanz ähnlich ausschaut, aber in dem Prozess nichts zu suchen, also wirklich nur Speiseöl und Speisefette, die man dazu nutzen sollte und die Behälter einfüllen. Das muss nicht gefiltert werden. Ich habe jetzt so ein Frittierfilter, da sind die ganzen Krümel drin, muss ich über einen Kaffeefilter machen? Nein, also bitte so wie es ist, das fällt in die Behälter rein. Die Reinigung funktioniert dann später im Nachgang. Übrigens, keine Sorge. Wer bisher weder eine grüne Flasche noch einen orangenen Öli hat, darf sein Öl oder Fett auch so bei der Sammelstelle abgeben. Diese Kübel und auch dieser jeder Tropfen Zeltbehälter ist eine zusätzliche Sache, wo man praktisch dann ein spezielles Gefäß nutzen kann und das eben vielleicht bei den Haushalten dann besser auch angenommen wird und dass auch kleinere Mengen aufsummiert werden, bis der Behälter voll ist und dann bei uns abgegeben wird. Das ist auch praktisch eine Ergänzung und einfach auch noch ein bisschen ein Anreiz und ein Ansporn, die Leute, dass sie sammeln sollen. Die INKB setzt auch an anderer Stelle auf Nachhaltigkeit. Wir bleiben bei Orange und Grün, werden aber eine Nummer größer. Das hier ist ein zunächst mal ganz normal aussehendes Müllauto, das aber, wenn man genau hinschaut, eigentlich ein Elektrofahrzeug ist. Die Batterie würde das Fahrzeug nicht sehr lange betreiben, es fährt aber immer elektrisch los und dann setzt die Wasserstofftechnologie ein. Auf der anderen Seite finden Sie vier Tanks mit Wasserstoff, die eine Brennstoffzelle speisen, die erzeugt Strom und somit geht es elektrisch dann über längere Zeit weiter. Im Rahmen des Projekts Into H2 sind die Kommunalbetriebe demnächst mit 3 wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs. Ein weiteres Müllfahrzeug und eine Kehrmaschine ergänzen dann die grüne Flotte. Für uns kostet das Auto nahezu das gleiche wie ein normales Auto. 10% Unterschied ist unser Beitrag für klimaneutrale Daseinsvorsorge. Mehr zum Öli und anderen aktuellen Themen der Ingolstädter Kommunalbetriebe finden Sie unter www.in-kb.de. Und nicht vergessen, am 13. Mai feiern die Kommunalbetriebe mit ihren Partnern 10 Jahre Kundencenter von 9 bis 15 Uhr in der Mautstraße in Ingolstadt.